Redebeitrag hat für uns. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass wir hier reden können. Liebe Freunde und Freunde, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, ich bin halt der Terra von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschisten und Antifaschisten. Wir haben vor einer Woche unseren 70. Geburtstag gefeiert. Wir sind gegründet worden 1947 von den Überlebenden der Konzentrationslager, der Ghettos, von den Leuten, die aus dem Exil zurückgekommen sind nach der Zerschlagung des Faschismus. Wir sind gegründet worden von Kommunisten, wir sind gegründet worden von Christen, wir sind gegründet worden von Juden und Jüdinnen, wir sind auch gegründet worden von Zintos und Zintessas, zum Beispiel den Brüdern Höllenreiter aus Bayern. Es ist nun schön, eine Geburtstagsfeier zu haben, aber das war natürlich auch ein trauriger Anlass, weil als unsere Organisation gegründet wurde, hätte niemand geglaubt, dass über 70 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus Antiziganismus, Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus hier in Deutschland immer noch auf der Tagesordnung sind. Dass man immer noch dagegen kämpfen muss, dass es hier immer noch Leute gibt, denen jegliche Rechte vorenthalten werden. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass Flüchtlinge, Leute aus Ex-Jugoslawien, dass Roma, Leute, die nach dem Willen der Nazis nicht mehr leben sollen, nämlich das war der Pogromismus, der Mord an 500.000 Roma und Romja, Zintos und Zintessas, dass das heute diesen Leuten, den Nachfahren, den Opfer des Faschismus, kein Bleiberecht in Deutschland, im Land der Nachfahren der Mörder und Mörderinnen, dass es ihnen vorenthalten wird. Und bevor ich zu meinem eigentlichen Redebeitrag komme, einer weiteren Schweinerei dieses Staates, nochmal unsere Forderung: Bleiberecht für alle, nicht nur ein Bleiberecht, sondern wir fordern die deutsche Regierung, die deutsche Politik, die deutsche Gesellschaft auf: öffnet eure Herzen und öffnet euer Portemonnaie für alle Geflüchteten. Öffnet ihnen die Kindergärten, öffnet ihnen den Wohnungsmarkt, öffnet ihnen die Schulen, öffnet ihnen die Universitäten. Das ist das Mindeste, was die Enkel der faschistischen Mörder tun müssen. Alle bleiben, bleibe recht für Roma, bleibe recht für alle Geflüchteten. Stoppt die Abschiebung. Wir haben genug von den Herren des Morgengrauens, die um 5 Uhr kommen, die Leute aus den Betten reißen, um sie zu deportieren. Das hat es hier schon mal gegeben. Am Ende stand millionenfacher Tod. So. Was ich natürlich mitbringen soll, sind herzliche Grüße von all unseren Leuten. Sie sind ganz nah bei euch. Sie sind ganz nah bei allen Leuten, die von Rassismus betroffen sind. Sie sind ganz nah bei allen Flüchtlingen, weil viele in ihrer Jugend genau das auch erlebt haben. Wir sind eine Organisation, die gegründet worden ist von Geflüchteten. Die Auswirkungen des Faschismus, der Völkermorde, gehen bis heute weiter. Damals sind die Leute entrechtet, vertrieben und dann ermordet worden. Und dafür hat es keinerlei Entschädigung gegeben. Es geht sogar weiter. Und deshalb komme ich jetzt zu meinem eigentlichen Redebeitrag. Nämlich während jeder Nazi-Soldat, jeder Waffen-SSler, jeder Gefängniswärter, der während des Faschismus gearbeitet hat, Rente dafür bekommen hat, gibt es viele Leute, die für die Deutschen arbeiten müssten, zum Beispiel in den Ghettos, keine Rente. Sie ist ihnen immer vorenthalten worden. Zuerst in Deutschland, dann konnte man das durchsetzen. Aber auch in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in Jugoslawien oder Polen oder in der ehemaligen Sowjetunion, leben heute noch ein paar wenige Leute, die Rentenbeiträge erworben haben. Das hört sich erstmal banal an, aber natürlich musste man damals arbeiten. Und für diese Arbeit, so ordentlich sind die Deutschen, wurden Rentenversicherungsbeiträge abgeführt an die deutsche Rentenversicherung. Diese Rentenversicherungsbeiträge führen normalerweise zu einer Rente, die gerade die Opfer des Faschismus, die gerade Überlebende, Roma
und Sintos, die überlebende Juden gut gebrauchen können, gerade in Osteuropa. Sie werden ihnen bis heute vorenthalten. Und zwar mit einer sehr perfiden Begründung. Man müsste mindestens 60 Monate gearbeitet haben, um eine Rentenanwartschaft erworben zu haben. Nun muss man sich vorstellen, man sitzt im Ghetto Litzmannstadt. Das Ghetto Litzmannstadt, von da aus ging es nach Auschwitz und die anderen Vernichtungslager, hat keine 4 Jahre bestanden. Um aber einen Rentenanspruch zu erwerben, muss man 6 Jahre gearbeitet haben. Das heißt, wenn man in diesem Ghetto gearbeitet hat oder einem anderen Ghetto gearbeitet hat, das dann auch überlebt hat, aus dem Ghetto zum Beispiel flüchten konnte, sich dann in den Wäldern zum Beispiel versteckt hat, keine Rente, weil du hast ja nicht nur 6 Jahre ausbeuten lassen von den Faschisten. Es hat jetzt eine kleine Initiative gegeben, die die VVN unterstützt hat. Und da komme ich jetzt zu, das ist die Initiative Ghetto-Rentengerechtigkeit. Das ist eine Initiative des polnischen Roma-Verbandes und eine, zusammen mit den polnischen jüdischen Gemeinden. Ghetto-Rentengerechtigkeit jetzt. Seit Jahrzehnten kämpfen Überlebende der Shoah und des Pogaremos um Ghetto-Renten. Erst 1997 erkannte das Bundessozialgericht an, dass die Arbeit in deutschen Ghettos nicht Zwangsarbeit, sondern mit regulärer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung gleichgestellt werden kann, wenn diese freiwillig, wie weit man von Freiwilligkeit bei Arbeit reden kann, das wisst ihr ja, und gegen Entgelt aufgenommen wurde. 2002, ihr wisst, wie lange es zwischen 1945 und 2002 gedauert hat, folgte ein entsprechendes Ghetto-Rentengesetz, das die Auszahlung einer Ghetto-Rente ermöglichen sollte. Überlebende Juden und Roma mit Wohnsitz in Polen mussten aber erst die Unterzeichnung eines entsprechenden deutsch-polnischen Abkommens erwirken, im Dezember 2014 erwirken, um festzustellen, dass die Voraussetzungen für eine reguläre deutsche Rente kaum mit den historischen Verhältnissen in deutschen Ghettos in Einklang zu bringen ist. Hatte ich schon erzählt, das ist keine normale Arbeit, wenn du 2-3 Jahre arbeiten musst, bevor du umgebracht werden sollst. Aber genau darauf rauten die jetzt rum, immer noch. So wurde zwar die Beschäftigung im Ghetto endlich anerkannt, zugleich schlossen andere Voraussetzungen die Auszahlung in Ghettos aber wieder aus. Das betrifft besonders Roma-Kinder. Roma-Kinder haben in den Ghettos gearbeitet und sie waren unter 14 Jahre alt. Da sagt jetzt die deutsche Rentenversicherung, unter 14 bist du nicht rentenversichert. Das heißt, ihnen wird diese Rente nicht ausgezahlt. Es gab natürlich auch ältere Roma und Juden, die im Ghetto gearbeitet haben, die sind aber jetzt schon gestorben, weil es hat 70 Jahre gedauert, bis sie diese Ansprüche irgendwie einlösen konnten. Das heißt, es gibt von wenigen tausend, viele Leute haben ja nicht überlegt, mittlerweile nur noch ungefähr 200 bis 300 Menschen weltweit, Roma weltweit und auch Juden und Jüdinnen weltweit, die diese Rente kriegen könnten. Und es geht immer weiter. Die Rentenversicherungsanstalt baut unglaublich hohe Hürden auf, um diese Anträge zu stellen, um diese Rente zu kriegen. Zum Beispiel soll man sämtliche Beschäftigungspapiere zusammenbringen. Das muss man sich vorstellen. Man sitzt im Ghetto, ja, und dann soll man die Papiere ranbringen. Okay, ich rede schon eine ganze Weile. Wir hoffen, dass diese Initiative Erfolg hat. Es hat im Bundestag und in verschiedenen anderen politischen Gremien dazu positive Zeichen gegeben und wir hoffen, dass das noch durchkommt, bevor die letzten Überlebenden des Pogaremos und des Holocaust gestorben sind. Vielen Dank. Was ich nicht vergessen sollte, ich soll natürlich herzliche Grüße vom Roma-Verband aus Polen und den jüdischen polnischen Gemeinden an diese Veranstaltung an euch ausrichten. Danke.